Dein Geld, deine Verantwortung. Mit Sven. Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und heute möchte ich ein paar Gedanken zu EPR Properties mit euch teilen. Und zwar die Leute, die mein Portfolio schon länger verfolgen, wissen ja, ich habe EPR Properties am Anfang des Jahres gekauft. Also Anfang des Jahres 2020, wo noch niemand wusste, was dieses Jahr eigentlich so an spannenden Herausforderungen für uns bereithält. Und das damals zu einem vermeintlich im Verhältnis zu heute eben sehr hohen Kurs. Ich habe damals gekauft knapp über 60 Euro. Zwischendurch stand die Aktie mal auf 10 irgendwie oder knapp um die 10 Euro im Tief. Also da sieht man, da ist schon ein ganz schön großes Gap drinne und man muss ja fairerweise sagen, EPR bzw. die Kunden von EPR sind stark betroffen von der Krise. Ganz kurz, EPR Properties, denen gehören im Prinzip Kinos oder auch andere Freizeitmöglichkeiten, wo man eben hingehen kann. Der große Teil sind aber eben die Kinos, die, wie wir ja wissen, auch in Deutschland zu haben, auch wenn EPR natürlich in Amerika operiert, da ist das aber nicht anders. Dann haben sie mal wieder offen, dann haben sie mal wieder zu. Dementsprechend sind dann die Betreiber der Kinos, die dann EPR die Miete zahlen, eben sehr, ja, vor große Herausforderungen gestellt und ich habe jetzt die Situation für mich nochmal neu beleuchtet und möchte euch nochmal dran teilhaben lassen an meinen Gedanken. Ich habe mich noch nicht vollends entschieden, ob ich jetzt weiterhin die Aktie behalte oder verkaufe. Könnt ihr ja gerne auch nochmal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Situation derzeit seht. Nachdem ich ja da über 60 Euro eingestiegen bin, hatte ich meine Position dann nochmal verdoppelt, nachdem die Aktie wirklich stark unter die Räder gekommen war. Wir waren dann bei ungefähr 18 Euro, wo ich nochmal nachgekauft habe, meine Position sogar nochmal verdoppelt habe, weil ich auch da noch davon ausging im März, April, hey, spätestens im Oktober sind wir durch mit der gesamten Geschichte. EPR selbst hat ja auch unfassbar viele Cash-Reserven und so weiter. Also die spannende Frage, die sich mir jetzt eben gerade momentan stellt, ist da mein Geld mittelfristig noch am besten aufgehoben? Da schwanke ich so ein bisschen hin und her, weil es gibt sowohl Upside-Potenzial als auch Downside-Potenzial. Und da muss man sich eben auch die Mieterstruktur von EPR nochmal genauer anschauen. Das hatte ich natürlich früher auch gemacht. Also AMC Theaters, die sind für einige der Mieten der Kinos eben auch verantwortlich. Ganz genau sind, ich glaube im Jahr 2019 waren es knapp 18% der Mieten von den Kinos gingen auf das Konto von AMC und AMC geht es halt sehr, sehr dreckig, den geht schon eine Weile dreckig. Die Frage ist halt eben, wie bewertet man das gesamte Thema Corona und wie lange wird uns dieses Thema eben noch beschäftigen? Und ich bin ehrlicherweise damals bei dem Nachkauf davon ausgegangen, okay, die Zahlen waren ja schon teilweise wieder rückläufig. Man dachte, naja, vielleicht hat man das Thema irgendwie Oktober, November geschafft, erledigt. Wie wir alle wissen, heute im Dezember, das ist nicht der Fall. Und die spannende Frage ist, wie lange unser Leben dadurch noch beeinflusst wird und was das eben auch für diesen Kinobetreiber zur Folge hat. AMC ist finanziell leider nicht ganz so dolle aufgestellt wie EPR und das könnte EPR dann mittelfristig eben auch in eine etwas schlechtere Position rücken. Und AMC, also gab es dann auch schon mehrere Nachrichten, ja wahrscheinlich Jahresende dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres ist da wahrscheinlich die Kohle leer und man kann das Ganze nicht mehr bezahlen. Man hat zwischendurch die Kinos aufgehabt, aber nicht so ausgelastet, die Leute sind einfach nicht hingegangen, Punkt, ja. Und dementsprechend hat man da auch nicht kostendeckend operiert, dann hat man die Dinger wieder zugemacht und das ist natürlich alles schon relativ schwierig. Und wenn man sich jetzt anguckt, was hat AMC eigentlich verdient, haben sie es ja nicht, sondern an Verlust ausgewiesen. Und das waren jetzt im letzten Quartal bis September waren das knapp 905 Millionen Euro, die man da als Verlust ausweisen musste. Und im 9-Monats-Bericht waren es dann 3,6 Milliarden. Und das ist dann schon einiges an Kohle, die da irgendwie flöten gegangen ist.
Und wenn die eigene Liquidität leider nicht so stark ist und man dementsprechend jetzt auch nochmal gesagt hat, man gibt neue Aktien aus, und zwar 200 Millionen Stück zu einem Preis von circa 4 Dollar, dann hat man da zumindest nochmal 834 Millionen Euro, die man da einsammeln kann. Das Problem ist nur, wenn man sich die Verluste anschaut, das hilft halt wieder nur, um ein Quartal weiterzukommen. Und das Rating, das AMC mittlerweile hat, ist auch nicht mehr ganz so prickelnd. Das heißt, auch da irgendwie zu vernünftigen Konditionen Geld zu bekommen, wird immer schwieriger. Und wenn ich für mich die Situation derzeit bewerte, glaube ich nicht, dass wir Ende Q1, dass die Welt wieder so ist wie vorher, dass die Leute wieder ausreichend ins Kino gehen. Das sehe ich da schon als großes Problem, ja, und als größter Mieter. Ich meine, EPA hat natürlich noch andere Kinobetreiber. Je nachdem, wie dort dann die Liquidität aussieht, kann das dann besser oder schlechter sein. Aber das ist natürlich schon ein starkes Stück. Und da muss man sich wirklich überlegen, okay, am Ende liegt es vielleicht gar nicht an EPA Properties selbst, sondern eben an dem größten Mieter, dass es da zum Wanken kommt. Und ich habe mir jetzt eben überlegt, okay, ja, was gibt es für Chancen und für Risiken? Chancen kann sein, hey, Impfstoff ist da, läuft alles, die Leute gehen wieder in Kinos, das passt, AMC kommt wieder auf einen grünen Zweig und bezahlt ordentlich seine Miete und EPR Properties freut sich und verdient viel Geld. Dann gibt es noch die Möglichkeit, gibt es ja immer wieder Gerüchte, dass vielleicht auch Amazon oder jemand anderes die AMC Theaters übernimmt. Durchaus auch eine mögliche Option. Dann könnte es auch wiederum Upside-Potenzial geben, weil man dann sagt, okay, ja, EPA hat ja selbst eine starke Cash-Reserve, die können das noch einen Moment aussitzen und du hast dann aber jemand anderen, der vielleicht finanzkräftig hinten dran steht, der die Dinger nach vorne treibt. Schwierig wird es nur, wenn keiner von denen irgendwie einspringt und ich glaube, du findest auch in den aktuellen Phasen niemanden, der dann sagt, ach ja, so ein Kino, jetzt in der aktuellen Situation, ja, das nehme ich. Ja, das wird dann, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Dann die ganzen, ja, im Prinzip die ganzen Gebilde, die ganzen Gebäude, wo man da diese Kinos hat, dann mit einem neuen Betreiber jeweils zu füllen, jedenfalls in der aktuellen Situation nicht. Was dann wiederum jetzt in einem Jahr weiter sein kann, das kann dann wieder alles ganz anders aussehen. Aber es ist für mich ehrlicherweise, wie für euch mit Sicherheit auch, ja, sehr undurchsichtig und niemand weiß eben, was da passiert. Und ich glaube, dass AMC schon ein größeres Problem werden könnte, dann eben für EPR Properties, die natürlich versuchen auch, ne, so viel wie möglich Miete einzusammeln und so weiter, und da Gas zu geben. Aber der Grund, warum ich damals EPA gekauft hatte, war eben aufgrund der Dividenden, die es dort gibt, weil für mich das Geschäftsmodell total Sinn gemacht hat. Die Menschen gehen in Kinos, die Menschen brauchen Aktivitäten und so weiter. Ich glaube auch, dass nach Corona irgendwann oder falls es nach Corona gibt oder in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, je nachdem, wie sich die Situation weiterentwickelt, die Menschen auch wieder Aktivitäten nachgehen wollen. Das sehe ich schon. Die spannende Frage ist eben, ist mein Geld da derzeit noch eben gut aufgehoben? Wie lange dauert das Ganze? Dann ne, die Liquiditätsposition von EPA schwindet ja im Prinzip auch von Quartal zu Quartal. Die können das noch eine Weile aushalten, das ist nicht das Thema, ja. Aber wenn dann auf einmal die Kinos nicht mehr von AMC betrieben werden, dann musst du da Nachfolger für finden, das kostet ja auch wieder Geld, da musst du vielleicht sagen, hey, du bist dankbar, dass da jemand vielleicht dann das Kino als Betreiber übernimmt und deswegen erlässt du ihm nochmal irgendwelche, die ersten 3 Monate an Miete und so weiter und das ist so das Thema und das beschäftigt mich gerade sehr, wo ich auch noch nicht 100% für mich entschieden habe, wie ich damit jetzt weiter umgehen möchte. Ich wollte euch trotzdem einfach mal an so einem Entscheidungsprozess und an meinen Gedanken in dem Fall mal so ein bisschen teilhaben lassen, um das so ein bisschen, ja, transparenter auch zu machen. Das wird auf jeden Fall eine heiße Kiste, wie es da weitergeht. Und ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden, wie ich mich entscheide, ob ich sie raushaue, ob ich sie drinne lasse. Es gibt sowohl eben Upside und Downside, was natürlich auch passieren kann im Worst Case. Ja, das läuft alles wieder und dann steigt die Aktie wieder an. Die
zahlen wieder horrende Dividenden und ich hätte jetzt mit meinem aktuellen Durchschnittseinstiegskurs eben bombenhafte Dividendenrenditen, die mir dann entgehen würden, in dem Moment, wo das alles wieder tutti läuft. Das wäre natürlich sehr ärgerlich und das ist unter anderem auch der Grund, warum ich sage, okay, ich bin mir ehrlicherweise noch nicht ganz sicher, wie ich damit weiter verfahren möchte. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt auch in den kommenden Tagen nochmal deutlich intensiver damit auseinandersetzen möchte, um dann abschließende Entscheidung für mich zu finden, zu sagen, okay Sven, entweder haust du sie raus oder du guckst dir die Situation dann eben nochmal in 3-4 Monaten an, wenn die nächsten Quartalsberichte da sind. Wie hat sich das ganze Thema entwickelt? Wie entwickelt sich auch Corona-Fallzahlen? Weil das so ein Stück weit für mich auch mittlerweile da einhergeht mit und was bedeutet das eben kurz- und mittelfristig? Ich glaube trotzdem, dass EPA langfristig die Firma weiterhin existieren wird. Die spannende Frage wäre wirklich für mich, ist da mein Geld zumindest mal mittelfristig richtig aufgehoben? Und da gibt es da derzeit eben dieses ja, Fragezeichen, würde ich es mal nennen. Schreibt mir wie gesagt gerne unter das Video, wie ihr die Situation derzeit bewertet. Würde ich mich sehr freuen drüber. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch gerne ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Sven.